Hallo, ich bin der Bene. Ich mache die Ausbildung als technischer Modellbauer und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier mache. Wir bauen neue Modelle und restaurieren alte. Die Modelle braucht man, um Pumpengehäuse zu gießen. Also das ist ein Modell für ein Laufrad. Das sind die Schaufeln. Das wird in der Gießerei benutzt. Zum Beispiel die Kernkästen, die werden dann per Maschine ausgefräst. Das Arbeiten mit der CNC-Maschine wird nach der Zwischenprüfung zum Teil meiner Aufgaben. Also hier vorne schreiben wir die Programme für die Maschine. Du siehst hier einmal das Teil, das hinterlegte. Und hier das grüne drumherum, der Kreis, ist der Rohling. Und dann können wir dem Teil sagen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben zu fräsen, wie der verfahren soll. Man sollte auf jeden Fall handwerkliches Interesse mitbringen und ein paar Mathe- und Physikkenntnisse. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Man kann die auch auf 3 verkürzen. Die Berufsschule ist in Biedenkopf und da hat man ungefähr alle 6 Wochen Blockunterricht, immer 2 Wochen. Wir haben hier die alten Modelle, die wir digitalisieren. Und da dreht er die jetzt automatisch in einem gewissen Abstand, den wir einstellen können hier. So, und schon haben wir nur noch das Teil. Ja, das Arbeitsklima ist gut. Wir verstehen uns hier eigentlich ganz gut untereinander. Mir gefällt vor allem, dass die Ausbildung sehr abwechslungsreich ist und dass ich viele verschiedene Aufgaben habe.